Die konkreten Herausforderungen sind neben den Sprachproblemen, die die Schüler haben, natürlich auch die muslimischen Schülerinnen am Schwimmunterricht, dass muslimische Schülerinnen am Schwimmunterricht teilnehmen oder an Projektwochen oder überhaupt am Sportunterricht. Es sind eigentlich ganz alltägliche Dinge, die die Integration schwierig machen. Zum Beispiel Ablehnen von Musikunterricht, Ablehnen von bildnerischer Erziehung und natürlich auch Inhalte des Biologieunterrichts, Sexualerziehung. Kein Religionslehrer darf auch im Namen von Gottes reden, handeln oder sonst etwas predigen oder sagen. Ja? Er kann nur Deutungsmöglichkeiten, er kann Wissen sozusagen vermitteln. Aber wie es sein wird oder Wahrheitsansprüche oder wie auch immer universalistische Ansprüche darf niemand stellen. Keine also nicht nur Religionslehrer, keine Lehrer stellen sozusagen. Ja? Wenn es um Themen geht wie Antisemitismus oder insgesamt eine herabwürdigende Einstellung gegenüber Menschen anderer Religion, Weltanschauung, dann ist natürlich ein Punkt erreicht, wo man sofort eingreifen und handeln muss. Sei es im eigenen Unterricht, sei es, wenn Kolleginnen und Kollegen das rückmelden und sich Unterstützung seitens des Schulamtes erwarten, sei es auch beim Bewusstseinbilden in den Gremien der islamischen Glaubensgemeinschaft. Ganz wichtig und ganz prägsam ist aus meiner Erfahrung einfach tatsächlich das familiäre Umfeld. Das ist so aus dem Erleben, wie ich es über die Jahre kennengelernt habe, absolut vorprägend, inwieweit Eltern zum Beispiel auch schon eine Pluralität mitgeben, auch vielleicht die Wichtigkeit von akademischer Ausbildung den Kindern vermitteln, dass man aus seinem Leben was machen kann, ob Männer, also ob Jungs oder Mädchen, wenn man eine schulische Bildung erreicht.